Gut, also bis ca. 15 Uhr machen wir so nebenbei. Aha, ich darf nicht, weil ich kein Penthouse habe. Ach, leck mich doch. Scheiße. Du hast ja keine Bude. Alter, ich habe genug Buden. Ich habe drei Buden auf der Karte, mehr brauche ich nicht. Ja, dann gehen wir halt doch zum Dingsregen, ja. Oh. Ah, ich würde lieber den hier nehmen, der ist ein bisschen größer. Kann man sich hier auch hinsetzen? Ja, hier kann man sich auch hinsetzen. Ah, das ist geil. So, jetzt wollte ich gerade sagen, ich setze dich mal hin. So, dann starte ich erstmal kurz meinen Stream und dann geht's dann gleich los. Ja. So, schon wieder Merkel-Raute. Wenn ich schon im echten Leben nicht Raucher bin, dann kann ich das ja mal in-game machen. Dann kann ich mich nicht verpesten. So, sind alle bereit? Immer doch. Bin bereit. Du siehst ja aus gerade wie, ich komm's gleich. So fühlt er sich wahrscheinlich auch. Ja, keine Ahnung. Stimmt, aber sein Charakter hat gerade die Haltung mit der Brille dazu, als wenn der auch wirklich die Nacht durchgemacht hätte. Genauso, ich bin ein Zombie. Wahrscheinlich, ja. Ey. Du kannst übrigens die Sitzposition noch ändern, wenn du links Stick drückst. Nee, es geht am Tisch nicht. Am Tisch geht's nicht gut. Ach, das ist okay. Ja, egal. Ich sag jetzt mal Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Raucherrunde, wie man jetzt gerade sieht. Nee, zu einer weiteren Runde Crazy 3 YouTube. Ja, könnte man nur so sagen. Denn wir sind heute mal wieder nur zu dritt. Die junge Frau der Runde liegt wahrscheinlich immer noch im Bett und ist immer noch total fertig, Dinge und so. Lassen wir das. Das ist ein Thema dann dafür, wenn sie wieder dabei ist. Da können wir dann wieder schön drauf rumreiten. Ja, siehst du, was ich da gemacht habe? Ja, genau. Tut die Soße groß sind sie nicht. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ein bisschen später für uns als sonst. Ne, Enrico? Nein, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und bei GTA mit den zwei Chaoten da hinten, so wie letzte Woche auch. Ach, ist mal die Asche. Hörst du mal auf, bei der Zigarette noch damit auf die Hose zu aschen? Geht das recht? Ich hab die schwarze Hose an und krieg die Asche die ganze Zeit von euch ab. Ach, jetzt macht sich jemand erstmal einen schönen Joint. Scheiße, ja, was wollte ich sagen? Genau, wir sind heute wieder nur zu dritt. Aber ich glaube, wir kriegen einiges in der Mitte. Kommt gleich noch ein Vierter mit dazu. Der hängt aber auch gerade noch fest. Ja, das ist so Grund. Ja, das ist eigentlich auch im Stau. Das ist so Grund. Ja, das Festhängen ist Grundbedingung. Das ist eine Bedingung, dass man überhaupt hier reinkommt. Die Grundbedingung, dass man hier reinkommt, ist, dass man festhängt und dann viel rumreitet. Ja, genau. Ja, so kann man die Gruppe eigentlich sehr gut beschreiben. Auf Dingen rumreitet, ja. Ja, gut. Wir gucken jetzt erstmal gleich, was wir machen zu dritt. Ich weiß nicht, ich hatte ja eigentlich zu viert Playlist geplant. Vielleicht machen wir auch ein paar andere Kleinigkeiten. Wir werden das gleich mal sehen und lassen uns bestimmt auch irgendwas Tolles einfallen. Aber bis jetzt ja immer gemacht. Ja, in der letzten Folge waren wir ja schöne Pflanzen suchen und davor haben wir ein bisschen Open Lobby Krieg gemacht. Mit dem Hansel da am Flughafen. Naja. Ich fand's witzig eigentlich. Ich auch. Muss ich sagen. Dann haben wir ganz viele UFOs gesehen, die Enrico nicht gesehen hat. Die hoffentlich Enrico bei uns in der Aufnahme schon gesehen hat. Ja, hast du eigentlich das letzte Video gesehen, Enrico? Nein, ich hab's auf Video. Bei dir? Ja. Bei mir sind wir nicht raus. Hab ich auch geliked. Ja. Bei mir kommt, glaube ich, unsere letzte Aufnahmefolge kommt, glaube ich. Nee, heute kommt der Krieg am Flughafen.
Genau. Ich hab ja genau das gemacht, was ich gesagt habe. Ich habe das Lob von Enrico dreimal hintereinander wiederholt im Video. Deswegen sage ich da schon gar nichts mehr dazu. So. Hast du jetzt gerade Enrico überfahren? Nein. Nee, ich hab dich. Nicht. Nein, ich hab dich überfahren. Ich wollte eigentlich seine Tür abfahren. So als kleine Rache, aber es hat Waffen. Es macht so viel Sinn, auf den Türchen zu schießen. Ich weiß nicht mal, wo wir hinwollen. Aua. Ja, das wollte ich gerade sagen. Was halt machen wir heute? Ja, gute Frage. Au. Sehr schön, komm. Blödsinn, wie immer. Ich wusste, ich hab's auf der Karte gesehen. Ich hab gar nichts gemacht. Ey, au! Ich gehe in die Bank. Ich verschanze mich jetzt. Falsche Tasche. Perfekt. Oh. Ja, macht dort natürlich wieder ein bisschen Chaos pur. Ja, erstmal locker anfangen. Lern doch mal fliegen. Jetzt mal locker durch die Hose atmen. Au! Also das schluckst du dann nicht, gell? Au! Oh. Alter. Das war nicht mit Auto, ey. Ja, ich stand ja nur da, ist ja kein Problem. Ich bin eigentlich nur mit Vollgas da reingefahren. Oh, das dauert, bis du den hochgejagt hast. Warte, machen wir jetzt Krieg gegeneinander? Ja, so ist es dann. Scheinbar. Jetzt geht das schon los. Ernsthaft, aus dem scheiß Fenster schießt du? Nein, aus der zweiten Tür. Ich sag ja, es geht schon wieder, komm. Ich habe übrigens kein Auto eben an, Freunde. Oh, wenn ich hier rumstehe, dann ist das klar. Ja, ich wollte nur sagen. Ja. Ah, ich hab Sterne. Ja. Scheiße, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht, Alter, und ich krieg dich nicht erwischt mit dem Ding. Mit dem Sniper. Eigentlich hätte ich noch einen Schuss gebraucht. Oh, wir haben eine Granate geschossen! Da bin ich erstmal weg. Das muss ich mit mir machen. Aber wenn ihr wollt, können wir ja ein bisschen Deathmatch machen. Ja, das wäre lustig. Können wir auch machen. Was heißt Deathmatch? Willst du jetzt hier Open Lobby Deathmatch machen, oder? Guten Tag. Entweder das oder ein Deathmatch richtig auf der Map. Was wäre euch denn lieber? Eigentlich wäre es mir lieber, doch eigentlich schon, wenn wir gucken, machen wir eine Mission und gucken vielleicht noch ein paar Spieler dazu holen. Wenn es möglich ist. Ich gucke mal, was ich finde. Ja. Auf die Fresse, auf die Fresse. So. Hier, wir können ja Motor Wars spielen, da ist auch gerade Doppel-RP und Geld drauf. Dann springst du mit dem Fallschirm ab und dann kannst du dir mit Waffen und Autos dich bekriegen. Kann ich auch nicht. Dann probieren wir es nochmal aus. Oder was sagt ihr? Gerne. Hey, wie können die mich hier treffen? Ah, von da oben.
Pussy. Der Bulle nennt mich Pussy. Ich glaube, ich spiele. So, ihr seid schon mal eingeladen? Juhu. Ich habe übrigens 3 Teams eingestellt mit Absicht, dass falls doch keiner reinkommt, wir wenigstens jeder für uns als Team gelten. Okay. Es muss eh noch einer rein. Ja. Wieso? Weil es ab 4 bis 28 geht. Ach so. Dann sehen wir. Vielleicht, ansonsten müssen wir halt was anderes machen. Aber versuch mal schlau. Ansonsten machen wir halt wieder Kleinkrieg mit irgendjemandem online. Das war doch eigentlich ganz witzig. Ja. Ich gehe übrigens ab 15. wieder arbeiten. Ich habe meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ach ja, ich sag schon mal gleich, bei mir könnte es nächsten Sonntag nichts werden. Okay. Na gut, es kommt keiner rein. Da müssen wir doch was anderes probieren. Dead life. Schade. Ja, nee, ich muss bis, also von nächsten Mittwoch bis Sonntag Hundesitting machen für meine Schwiegermutti und da. Ach, ist, egal. Einfach kannst du trotzdem zocken. Ich bin nicht zu Hause, ich bin bei denen. Hätte ich nicht genommen. Ja, ich komm rein und krieg direkt wieder Erfahrungslevel. Ja, ich auch, Alter. Ich hab dafür $600 bezahlt. Die hast du ja wieder bekommen. Ich hab nie wieder bekommen. Doch, die hast du wieder bekommen. Ich hab die auch wieder bekommen. Na klar. Wir haben ja den Job nicht gestartet, deswegen. Boah! Alter. Das war aber jetzt nichts, das war ein NPC. Ey, das war der Scheiß, das war ich nicht. Oha! Wie hast du den gekillt? Ich hab dich nicht überfahren. Ich war das nicht. Kannst du mir wieder. Mit einer Haftwaffe des Lebens? Ja. Aber der hält doch mehr als 8 Raketen aus, hä? Ah, hast du den nicht gepanzert? Doch, der ist gepanzert. Klar ist der gepanzert. Ich weiß halt, wie man es macht, Enrico. Was da unten unterm Boot, ne? Kannst du ja dann im Video angucken. Du kannst ja auch im Video angucken, dass ich dich nicht mal berührt habe. So, jetzt kann ich aber in Ruhe mal hier Videos Videos als ich schon. Videos leiten. Mann. Wahrscheinlich nicht, weil du Kopf hast. Jetzt muss ich jetzt mal meine Mechanik anrufen. Ach, man, Mechanik, aber in meine Versicherung anrufen. Jetzt hat er irgendwie mein Auto zerstört. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Meine auch. Staatsregierung. I can do that. Have a nice day. Jetzt explodiert schon wieder alles drumherum. Nee, ich bin noch gegen die Wand gekommen. Morse Mutual, how can I be of service? Sure. Morse Mutual, we're here to help. I'll do my best. So, einfach mal die ganzen Autos wieder geholt. Kann ich beim Mechaniker anrufen und mein Auto wieder zurückholen.
hole es zurück ins Leben. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Markus ist so krass am Suchen, dass er nicht mehr redet. Naja, wirklich schön. Ich stelle gerade ein. Er ist voll fokussiert. So, eingeladen. I'll get there as soon as I can. Hi, I'll get back to work. Wohnwagenromantik. Ja, wir machen jetzt einen Dreier. Ernsthaft? Das will jetzt keiner hören, aber gut, okay.